werden verbrannt. Merkt euch, ihr seid alle auf dem Video drauf zu hören, wenn ihr am Labern seid. Drei Alkane werden verbrannt. Methan kommt hier aus unserem Gashahn raus. Dann habe ich hier Hexan und hier Nonan. So, worum geht's? Es geht darum, dass ihr schaut, wie entzündbar sind die drei Stoffe, welche Flammenfarbe haben sie, rußt die Flamme und welche Verbrennungsprodukte entstehen. Dazu habe ich hier jetzt noch Kalkwasser. Das müsst ihr euch auch schon was sagen für einen Nachweis. Ich kippe jetzt hier einfach mal ein bisschen Hexan rein und hier ein bisschen Nonan. Wisst ihr von den Siedetemperaturen letztes Mal, sind Flüssigkeiten. Und dann zünde ich die nacheinander, die stelle ich mal weg hier, damit die nicht anfangen zu brennen. Das Zeug ist natürlich brennbar. Okay? Ich zünde die nacheinander an, ihr achtet mal drauf. Ja, es geht ein bisschen schwer, auf jeden Fall. Nehmen wir einen kleinen Trick. Oder machen wir einen kleinen Trick. Flammenfarbe vergleichen. Entzündungsverhalten habt ihr gesehen, es unterscheidet sich ein bisschen und jetzt lassen wir das Zeug einfach mal brennen. Was ich jetzt noch mache, ich gehe hin und halte mal ein Reagenzglas da rein. Das seht ihr jetzt nicht so gut, was passiert. Ich sehe, dass es beschlägt, das Reagenzglas, wenn es kalt ist. So, und dann gibt es noch was, es zieht. Welche Flamme rußt am stärksten? Aha. Gut. Also, okay. Jetzt kommt es mit dem Kalkwasser. Ich halte jetzt hier das Reagenzglas mal drüber und fange ein entstehendes Gas ein. Man sieht die, jetzt sieht man den Beschlag auch wieder ein bisschen. So, und jetzt fülle ich hier dieses Kaltwasser ein. Und ich komme zum Film. Bin im Kino. Beobachtung. Es wird trüb. Sehr schön. Danke. Ja, genau. Ihr könnt natürlich applaudieren. Hey, das ist der Hit. Heute Aufgabe. Nächstes Mal. Du darfst gerne auch jetzt auf Stopp drücken.